So Leute, wir machen da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Das Blut Elephants rettet die Entführten. Delish heißt die Mission. Wir sollen wieder zurück. Unser Team ist klar. Oh, müssen wir Neff mitnehmen? Wir müssten Neff mitnehmen. Ach verdammt, okay. Dann nehmen wir eben Neff mit. Was ist mit Neff so? Okay, sie hat zwei neue Punkte. Dann verteilen wir die auch. Welche Attacken benutzen wir denn überhaupt? Wir benutzen einmal Eissturz und einmal Schneesturm. Eissturz ist schon full gelevelt. Schneesturm ist noch nicht full gelevelt. Nehmen wir das mal. Zack. Okay. Neff hat verschiedene Waffen, aber das ist die beste, die wir ihr gerade gegeben haben. Nehmen wir kritische Schaden rein. Detonation verursacht 100 Kälteschaden. Dieser Kälteschaden ist um 50%. Oh, das ist cool. Nehmen wir das hier. Okay, passt. Wir sind ready. Neff habe ich lange nicht mehr gespielt. Erle vom Krater. Oh shit. Und? Sie warten auf etwas. Es hat wohl mit einem Opfer zu tun. Geht es um den Clan? Es geht um den Clan, oder? Den Spuren zufolge sind die Gefangenen auf der anderen Seite der Lichtung. Ihr müsst durch die Menge. Es wird zum Kampf kommen. Da sind ziemlich viele von denen. Das wird ein denkwürdiger Kampf. Nein, wenn es zum Kampf kommt, sind wir alle tot. Ihr werdet euch stattdessen unter sie mischen. Okay. Ich habe euch Verkleidungen besorgt. Das wird spannend. Au, das riecht nicht gut. Oh, sie ist klebrig. Was ist das für ein klebriges Okay. Zeug? Blut, hoffe ich. Ihr solltet euch aufteilen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Neff, ich brauche euch an meiner Seite. Ihr kennt die Venatori am besten. Und ihr seid wahrscheinlich die Einzige, die ihnen vorspielen kann, dass ihr dorthin gehört. Ja, so traurig es auch ist. Und wir werden euer Gefolge spielen. Wir werden versuchen, euren Rückzug zu sichern. Schnappt euch die Delish und seht zu, dass ihr verschwindet. So machen Und wir das, bitte, Boss. versucht nicht aufzufallen. Ich mag deine Haare, by the way. Mache ich mir auch irgendwann, wenn ich graue Haare bekommen sollte. Genauso Was wie ist mit du. dem Rest von uns? Sie werden in der Nähe sein. Es ist einfach sicherer, wenn wir uns in kleinen Gruppen Ist aber cool bewegen. aus, die Ausrüstung. Steht uns. Vielleicht sollte ich mal auch mal hier mein Aussehen ändern. Kurz vor dem Ende. Mal anders aussehen. Wäre auch nice. Hat Ich was dachte, ich Freshes. hätte zwischen den Bäumen jemanden gesehen. Vermutlich Strife und die Schleierspringer. Wenn, dann waren Geht's. es die anderen. Strife sieht man nur, wenn er es will. S3 ist also ein ganz wilder. Oh, das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Truhe bekommen wir, wenn wir außen rumlaufen. Das habe ich nicht bekommen. Nice. Zack. Gletscherstab auf legendär freigeschaltet. Nice. Oh mein Gott. Ich dachte, ich werde jetzt schwimmen. Was haben wir hier noch? Nix. Aber hier geht's immer runter. Ah, okay. Da ist eine Truhe. Sag's doch, da geht's irgendwie runter. Ey, ich hab Schluck auf, Leute. Falls man das hört, tut mir leid. Ich hoffe, mein Mikrofon blendet das aus, aber. Falls man es hören sollte, dann wisst ihr Bescheid, ich hab Schluck auf. Hab zu viel Sprudelwasser getrunken. Ey. Alles gelootet, jetzt geht's weiter. Wie lassen
lassen gleich den Delish-Hirsch ausbluten. Sie meinen eine Alla. Wieso wollen Sie sie töten? Das Alter. Wir dürfen nichts tun, was Aufmerksamkeit auf uns lenken würde. Oh mein Gott. Wir müssen uns das nicht ansehen, Rock. Es wird kein schöner Anblick. Oh mein Gott, Alter. Junge, das sieht richtig aus. Junge, 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 Junge. Warum haben die das getan? Alter. Ich hasse das hier. Und ich hasse sie. Die sind ja richtig ausgerastet. Tatsächlich hätte ich gerne gegen alle gekämpft. Stell euch mal vor, wir kämpfen gegen alle. Wäre das ein epischer Kampf gewesen, ey. Zerknüllte Notiz. Die Jungs und ich haben in der Ruine einen Haufen Zeug gefunden. Kram, den die Delish übersehen haben. In einigen der Sachen ist noch ein Magie spürbar. Ich habe gehört, ihr werdet wegen Tempelangelegenheiten in die Stadt zurückgekehrt. Aber ich verlasse mich darauf, dass ihr den Scheiß hier rausschaut, bevor andere ihn finden. Ihr wisst, ein paar von ihnen werden ihn einfach anbieten wollen oder so. Ich würde mir allerdings lieber die Taschen füllen. Okay. Da gibt es noch etwas hinten dran. Eine Truhe. Linke Lederrüstung des Springers. Ist jetzt episch. Ich glaube, diese Rüstung hatten wir mal angehabt. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, da. Und jetzt ist es sogar wieder besser als meine Rüstung. Du behältst 20% des maximalen Mana-Werts. Puh, was? Junge, ist das geisteskrank. Direkt rein. Das ist ja richtig gut. Ich habe extrem viel Mana. Weil wir das auch geskillt haben. Nice. 50. Ich glaube, wir können unsere Werkstatt auf 90, Level 9 bringen. Sie sind zurückgekehrt. Es ist soweit. Hier ist extrem viel Loot. Ich kann das nicht einfach liegen lassen, Leute. Ich muss die ausrauben, die gemein. Kann ich die schlagen? Nee. Man kann Angriff-Attacken nicht ausführen, leider. Wir haben das geblockt. Haben sich schon gedacht, dass ein blöde Ufi alles kaputt machen könnte. Boah, das sind aber echt viele, ne? Ich will mitmachen! Boah. Na? Na? Kämpft? Kämpft doch! Schaut nicht, kämpft! Ich will's sehen! Schade, die kämpfen nicht mehr. Oh, jetzt! Und wir sind weg. Steht diese Elfin in euren Diensten, Milady? Bei Dumas Seine. Muss ich hier etwa jedem dahergelaufenen Lakaien Rede und Antwort über mein Gefolge stehen? Bitte verzeiht, Milady. Ich hatte Anweisungen. Erzählt das jemandem, den es interessiert. Alter. Wieso lässt man mich hier warten? Wo sind die Götter? Wann beginnt das Ritual? Die Götter? Also nur Lord Elganan ist hier. Und erst noch mit den Vorbereitungen für... Ihr taugt zu nichts. Aus dem Weg. Alter. Es ist also Elganan. Nicht Gilenane, wie wir es erwartet hatten. Weniger Tentakel sind gut. Was hoffentlich bedeutet, dass wir es mit weniger Tentakeln zu tun bekommen. Ich hoffe ja auf gar keine. Gar keine Tentakel wären gut. Oh, gehen wir weiter. Ich bekomme von dieser Hube langsam Ausschlag. Also hatte Neff eine Ausrüstung, die zu einem höheren Rang gehört oder so? Deswegen wurde sie so angesprochen. Hat das noch jemand? Darlen, Garaslasa, Darlen. Was ist denn jetzt los? Kind, ihr wurdet in Finsternis geboren. Die Trauer in eure Knochen geätzt. Ich sehe euch. Alter, wie das aussieht. Geil. Ich fühle mich wie ein Assassin's Creed gerade. Er macht mir Versprechungen.
verlockt mich. Nein, nicht so. Auf keinen Fall so. Schaut euch das an, was für ein geiles Bild. Liebt euch das mal. Oh mein Gott, Alter. Geil. Ich mag das ab und zu in die Gegend zu schauen, weil es einfach nur gut ist. Für hunderte von Jahren habt ihr euren Drachengöttern nachgetrauert. Von jenseits des Schleiers habe ich euer Jammern gehört. Und nun bin ich hier, um euch aus eurer Trostlosigkeit zu befreien. Drache der Nacht, ich sprenge deine Ketten. Höre meine Worte und steige auf. Oh nein, Alter. Boah, wie stark sieht der bitte aus? Ich bin Elganan. Einst wurde ich Lusakan genannt. Nun bin ich zurückgekehrt. Der Erzdämon erfüllt ihn bereits mit Macht. Oh, ihr Kind meiner Kinder. Ich werde euch erstrahlen lassen im Glanze der Alten. Nur dies müsst ihr dafür tun. Gehorcht mir. Betet mich an, liebt mich und kniet nieder. Ich kenne diese Magie. Sie ist alt und gefährlich. Ups, wieso sind die anderen da? Ich schaffe es nicht, sie zu durchbrechen. Wir schaffen das. Die anderen bleiben weg. Schon bald wird er uns bemerken. Bellara hat uns Zeit verschafft, aber wir müssen hier weg. Jetzt. Ich frag mich echt, wieso die anderen auf einmal da waren. Erstens, die hatten die Anzüge nicht bekommen. Zweitens, es hieß, wir gehen zu dritt dahin. Deswegen irritiert mich das. Ungebetene Gäste, bringt sie zu mir. Er hetzt uns den Kult auf den Hals. Aber Elganan ist jetzt hier. Sollten wir nicht versuchen? Nein, sein Erzdämon ist hier, also können wir ihm nicht schaden. Dafür riskiere ich die Leben der Delish nicht. Okay, das heißt, können wir irgendwo eine Kombination? Nee, Kombinationen gehen nicht leider, verdammt. Okay, dann müssen wir euch so schlagen. Was? Einige von euch besiegt. Weg. Oh mein Gott, so schnell wieder. Achtung, Achtung. Nice. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Aber okay, Schaden machen die jetzt nicht so viel, aber die haben echt viel Leben. Okay, eine weniger. So, der ist am Strauchen, machen wir den fertig. Zack. Noch mehr dazu kommen. Lass mal den hier besiegen, den Dreck sackt den Nerven schon langsam. Ciao. Ich bin bereit, legen wir los. Ja, mach mal den fertig, bitte. Ciao. Junge, Junge, Junge. Da ist ja noch einer. Eine Sekunde, ich muss mich mal ganz kurz umschauen, Leute.
weil ich blick gerade nicht durch. Gibt es nur einen Weg? Gibt es mehrere Wege? Gibt nur einen Weg wahrscheinlich, ne? Wir werden ja sehen, wer das hier beendet. Und ciao. Oh, noch mehr Gegner. Natürlich. Oh mein Gott. Ein Drecksack. Ich muss mal kurz umschauen hier, während die kämpfen. Ich bin wieder einsatzbereit. Sehr schön für dich. Gibt's hier was? Nö, okay. Oh mein Gott. Ciao. Ja, gut, dass wir im letzten Video einen Cut gemacht haben, Leute. Weil wenn wir hier jetzt gegen Erzdämonen kämpfen sollten, dauert es bestimmt eine halbe Ewigkeit. Doch, ich will den auf uns aufmerksam machen. Ist bestimmt geil. So läuft das. Ciao. Und ciao. Wisst ihr, was ich mir auch denke? Ich habe noch so viele Fertigkeitenpunkte, die ich erhalten kann. Also ich kann noch extrem viele Sachen freischalten, wenn ich entsprechend gelevelt habe. Bin ich stark genug gegen den Endboss? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wie komme ich zu dieser Truhe da oben? Eine Truhe angezeigt, aber wie komme ich da hin? Also wo komme ich noch nicht? Später wahrscheinlich. Das sieht so krass aus. Vor mir knien sehen. Euer fortwährendes Versagen ist eine Enttäuschung für euren Gott. Er stachelt sie an. Ab jetzt werden sie noch erbitterter kämpfen. Was passiert, wenn sie ihm nicht geben, was er will? Was? Da sind noch mehr Gegner? Eine Sekunde, lass die erstmal killen. Wo wir hier Mist bauen. Geht es hoch? Geht es runter? Was gibt's da? Da ist jemand. Oh, du reines Erz. Dafür sind wir doch nicht hergekommen. Gibt's hier nicht mehr? Anscheinend nicht. Das Wasser sieht nice aus, so by the way. Boah, das sieht echt gut aus. Schau dich mal an. Stalle. Okay. Okay. Spannend. Machen wir erstmal die Dinger hier kaputt. Vielleicht bewegt es etwas. Nee, leider nicht. Jetzt auch noch dunkle Brut? Natürlich. Wieso sollten die Venatori ihre neuen Freunde auch nicht überall mit hinnehmen? Ich glaube, ich benutze gleich meine Ult. Lass uns mal den Magier hier besiegen. Und jetzt runter. Nein, ich will runter. Nice. Der ist nicht tot. Der ist noch nicht tot. Jetzt. Oh mein Gott. Sind wieder einsatzbereit.
Schön für dich. Ja, man war alles schon tot. Okay, wir müssen das jetzt freischalten. Mal kurz gucken, was wir hier so alles haben. Hier gibt es das hier. Da ist Nummer 1, aber da komme ich noch nicht rein. Da oben ist etwas. Haben wir es zerstört? Oh ja. Anscheinend war das Nummer 1. Komme ich nicht hin? Komme ich aber hoch? Hier ist eine Leiter. Die kann ich nicht aktivieren. Ich liebe es, dass ich so viel Mana habe. Oh mein Gott, wieso sind sie so stark? Aber... Weg mit euch! Drecken! Oh 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 oh! Ich bin fein! Oh mein Gott, war das knapp! Wir haben es fast fertig gemacht! Alter! Junge, Junge, Junge! So, hier ist Nummer 1. Der Drache sieht so wild aus. Hat ihren Drachen verloren. Womöglich ist Elgarnan deshalb ja ein wenig vorsichtiger. Das aktivieren. Das Ding brauchen wir. Haben wir schon gesehen, wohin das hin muss. Zack. Währenddessen kann uns Belara mal heilen. Der auch zerstört. Nice. Klimpernder Fels. Mehr Gegner, wieso? Wieso hat er so viel Leben? Flammengeketteter Ghoul. Dann haben sie so viel Leben. Noch einer? Hey, wieso kommen so viele Gegner die ganze Zeit? Ich glaube, ich gönne meine Ult jetzt. Ganz ehrlich. Das ist echt stark. So, erstmal die hier killen. Oh, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott! Lecco mio! Nice, weg! Auch weg! Oh mein Gott! Junge, 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 Junge! Gibt auch keine Erfahrungspunkte, das nervt mich am meisten! Gleich geschafft, Leute. Ah, hier ist die Leiter. Und die ganze Zeit, wohin führt diese Leiter? Okay, unten gab es nichts mehr. Wir haben alles gelootet. Yes. Ah, hier waren wir schon mal, glaube ich, ne? Ganz am Anfang. Oder nicht? Bin nicht mehr sicher. Doch, doch, wir waren doch da unten. Hier oben waren wir aber nicht. Ecke. Haben wir was? Nö. Es wäre echt krass, wenn der Drache noch auf uns zukommt, Mann. Das sind Delish-Pfeile. Sieht aus, als hielten uns Strife und die anderen den Rücken frei. Gut, das verschafft uns ein wenig Luft. Nutzen wir die Gelegenheit, um zu den Gefangenen zu kommen.
Oh. Was wäre ich ersoffen? Mein Gott. Noch mehr Rätsel. Da drüben, dieser Käfig. Ich glaube, da halten sie die Delish fest. Alles klar. Gehen wir's an. Ihr Eindringling, habt meinen Tempel entweiht und meine Geschenke verschmäht. Dabei hättet ihr als meine Jüngerin einen Ehrenplatz einnehmen können. So weit kann ich nicht springen, aber hier kann ich springen. Versucht uns die ganze Zeit zu beeinflussen, falls ihr es gemerkt habt. Weiß nicht, ob es irgendwann funktionieren wird. Oh. Okay, lass erstmal hier runtergehen. Hochkommen wir ja so oder so. Das nehmen wir mit. Schauen uns mal kurz hier um. Ich glaube, da unten war etwas. Ja. Nicht viel. Nur eine Kleinigkeit. Das nächste ist... Wieso gehen wir nicht hier lang? Wir müssen doch irgendwie dahin gehen. Ich würde das gerne einmal anschauen. Okay, gut, dass wir uns das einmal angesehen haben. Denn hier gibt es... Stimmt, eine kleine Truhe, yes. Danke. Schleier des Waldwächters aussehen. Yes. Hier entlang. Schon kurz geschaut, wie lange wir aufnehmen. 27 Minuten. Hallo. Oh, die haben ein Schild. Müssen das zerstören. Die haben ein Schild, Leute. Müssen erstmal zerstören. Ist es schon zerstört? Oh ja, ist schon zerstört. Ja, aber schnell. Weg und was ist das hier? So wild aus. Ist hier was? Kleinigkeit. Besser als nichts. Das ist auch wichtig. Hier. Ult-Aufladung. Zack, da haben wir die Ult wieder. Und vielleicht kann man hier noch etwas kaputt machen. Schauen wir mal. Da nicht. Da gibt es irgendwie einen Weg da oben. Ich komme später noch dahin. Und hier gibt es auch noch einen Weg. Was? Scheiße. Wieso bin ich da nicht hochgekommen? Verdammt! Fest verschlossen und der Schließmechanismus ist auf der anderen Seite. Ah, die Person zu verarschen. Das heißt also, wir sitzen hier fest. Es muss noch einen anderen Weg hier rausgeben. Wir stecken fest! Das Tor ist zu und wir können es von hier nicht öffnen! In Ordnung, wir sehen uns um. Passt so lange auf euch auf. Ihr bekommt es mit weiteren Venatori zu tun. Okay. Aua! Oh, jetzt wird's wild.
hätte gern irgendwas, was richtig krass Flächenschaden macht. Also von meinen Gefährten haben wir aber noch nicht. Ah, ist alle weg. Noch mehr! Alter! Wir müssen den besiegen. Erstmal den hier besiegen, das ist so wichtig. Sonst gibt es immer ein Schild. Nein! Aua! Boah, das verfolgt mich! Yes, weg! Nice! Hier nirgendwo hin! Oh, ich fertig! Ich dachte, das Ding ist kaputt gegangen. Mal im Ernst, seid ihr sicher, ihr könnt das öffnen? Würden alle die Ruhe bewahren, ginge das hier deutlich schneller. Sorry, Bro. Ich wusste es. Ich wusste, dass daraus irgendwas kommen wird, Alter. War so klar. So klar, Alter. Hat auch sein Ult benutzt. Oh. Oh mein Gott, Schaden. Aber wie viel Leben? Die andere Sache. Weg. Oh, da oben ist jemand. Ich muss erstmal den besiegen. Sehen wir den Drecksack da oben? Jo, der ist runtergefallen. Sehr schön. Und ciao. Wunderbar. So, weiter geht's. Zack, zack. Wir haben den sowas von geschockt, Alter. Schaut euch das mal an. Leck. Oh. Nice. Leck. Können wir auch. Oh mein Gott. Der ist eingefroren, kann aber noch attackieren. So eine Scheiße. So, noch ein Versuch zu schocken. Yes, der Schrauchel auch noch. Hey, ist ciao. 210 Erfahrungspunkte. Venatori-Kristall. Rune legendär. Das ist gut. Krass. Betäuben. Sucht ihr nach den Delish. Wir behalten die Fluchtwege im Auge. Viel Glück. Danke. Euer Kampf ist sinnlos. Meine Venatori sind Legion. Ergebt euch. Dann erweise ich euch womöglich noch Gnade. Ja. Du hast nur Angst vor uns. Du Dreckiger. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier, Leute. Ich kann's riechen. Ja. Lecker. Nichts Gescheites aber, leider. Noch was hier? Nö. Da vorne gibt es noch eine Truhe.
hier über mir anscheinend. Aber da hoch komme ich nicht. Von dort komme ich nicht weiter. Hier gibt es einen Weg. Gibt es hier noch etwas vielleicht? Nicht jetzt. Kein Tagebuch bitte. Keine Liebesgeschichte. Gar nichts. Ich will herausfinden, wie ich zu dieser Truhe komme. Oder vielleicht kommt man auch später zu dieser Truhe. Das kann auch sein. Weil das ist oben. Erstmal weiter. Einfach mal kurz umschauen und weiter. Jetzt gibt's nichts mehr. Boah, nicht eine Erinnerung, oder? Keine Erinnerung, bitte. Stimmt hier nicht. Oh. Oh, das ist Gott. Nicht gut. Wir waren eben noch nicht hier. Ja. Wem sagst du das? Finde einen Ausweg aus Elganans Falle. Kommt schon. Wir müssen einen Weg da durchfinden. Die Delish brauchen immer noch unsere Hilfe. Ach, darum geht es euch also. Die Elvenen wurden auserwählt, um zu dienen. Sie haben eine glorreiche Bestimmung. Soll ich denn laufen? Wir sind uns bestimmt gleich im Kreis die ganze Zeit, kann es sein? Oh, wir sind draußen. Okay, das ist gar nicht gut. Ja, wir drehen uns im Kreis, war so klar. Er hat uns gefunden und gefangen gesetzt. Je länger wir hier bleiben, desto gefährlicher wird es. Scheiße, macht Schaden. Die war vorhin noch nicht hier. Ihr könnt gegen mich nicht bestehen. Was auch immer ihr tut, ist zwecklos. Meine Macht wächst. Sogar jetzt. Oh, bitte! Ihr seid nichts weiter als ein Insekt. Widersetzt euch ruhig, wenn ihr wollt. Ich habe eine Ewigkeit Zeit. Wir nicht. Die Delis brauchen Hilfe und wir verlieren Kontakt. Oh, Stufe 40. Im Kreis laufen. Nice. Aber oh, Stufe 40. Wissen wir überhaupt, dass die Delis noch wohl auf sind? Das ist was, neu. Wenn Elganan die Venatori anweist, sie eins nach dem anderen. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, hier rauszukommen. Folgen wir dem mal, diesen armen, komischen. Yes, oder? Könnt ihr mich hören? Ah, Solis. Solis, hilf uns! Irgendwas stimmt nicht. Ich dachte, ich hätte gerade Solis gehört. Das habt ihr auch. Elganarns Magie hat den Schleier geschwächt, was es mir erlaubt, mit euch zu sprechen. Hilft uns! Solis, wir brauchen eure Hilfe. Tatsächlich? Nun, dann freut es mich, dass ich euch ausnahmsweise meine Unterstützung anbieten kann. Wenn ihr die Elfen retten könnt, übernehme ich Elganan. Oh, wow. Wie meint ihr das? Elganan! Lethalin! Mabanal Evanores! Masalin Argilana! Alles klar. Gehen wir weiter. Solis wird Elganan ablenken. Was heißt das? Van Harrel, ihr besitzt hier keinerlei Macht. Klingt, als würden sie streiten. Das ist gut. Hauptsache, wir haben Elganan erstmal vom Hals. Der Schreckenswolf tritt also auf den Plan, um seine Schachfigur zu beschützen. Alter, was ist das für eine ekelhafte Ecke? Zwingt mich dazu. Hunderte Generationen und noch immer dasselbe alte Leben. Du, es ist so dunkel hier. Ich sehe nix. Wieder habt ihr unser Volk eingekerkert und wieder werde ich es befreien. Ihr wart ja seit jeher störrisch. Van Harrel, aufsässig, widerspenstig, sogar Mythals Einschätzung nach. Ihr habt das
ihren Namen auszusprechen. Geht's nicht weiter? Na, Gegner natürlich. Alter, wir machen den so fertig. Sedezrolle ist dort. Oh mein Gott. Das war knapp. Wir müssen es schaffen. Euer Kampf ist sinnlos. Jetzt mit meinen Ruhe, Leute. Wieso so viele Gegner? Sekunde, bevor ich weitergehe. Hier, wir sind Stufe 40 geworden. Wir haben 2 Fertigkeitenpunkte. Lass die mal verteilen. Ich wollte diese Fähigkeit haben. Das sieht so geil aus. Schaden durch Eliminierung. Kälteschaden plus 10. Let's go. Genau das wollte ich haben. Jetzt können wir das hier wegmachen. Weil es macht so wenig Schaden. Projektil Control 366. Und das hier reinnehmen. 976 Schaden macht das. Bewegten Status geschwächt. Genau das war mein Ziel. Let's go. Ich glaube, ich sehe den Weg hier raus. Solis Ablenkung funktioniert offenbar. Neue Attacke, endlich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Ja, und hier ist die Tour. Ihr müsstet nun ganz in der Nähe eures Ziels sein. Mit ein wenig Glück könnt ihr die Elfen noch... Oh, nice. Auf legendär. Ist auch noch ausgerüstet gewesen, oder? Nee, noch nicht. Oh, wir sind fast schon gefallen. Mehr Gegner? Na also. Probieren wir mal das. Oh mein Gott. Crazy. Mir war es untergefallen. Junge. Lass mich mal in Ruhe. Ich muss doch diese Kristalle zerstören. Die Verderbtheit hat euch stumpf und langsam gemacht. Zu einem Monster anstelle eines Genies. Dabei wart ihr einst ein würdiger Gegner. Oh, was passiert hier? Da ist einer. Endlich. Weg, weg, weg. Da ist Nummer 2. Ciao. Oh mein Gott. So, gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwas Neues freigeschaltet haben. Geschwächt. Ah, nee, Detonation gibt es keine mehr. Trotzdem. Bewegt. Ja, okay, okay, schade. Hätte ja sein können. Lass mal den mit dem Schild killen. Was? Redet ihr mit? Tut mir leid, sie sind ungemein laut. Nice. Genau so. Genau so, ciao. Das nenne ich mal einen beeindruckenden Treffer. Von mir aus kann's losgehen. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Der Lara soll uns einmal heilen. Noch mehr Gegner? Wenn die Verderbtheit erst frei ist, wird sie diese Welt beherrschen und ihr werdet ihr Kampfhund sein. Ihr werdet oh mein Gott, Alter, nein! Genau wie Antolis auf euer Geheiß getan hat und nichts außer Ruinen zurücklassen. Diese Welt ist längst zugrunde gerichtet. Oh mein Gott, Alter, geh mal weg! Euer Schreier hat sie zerstört! Bam. Ihr
könntet sie heilen. Ihr seid auch ohne die Verderbtheit stark genug, um die Schäden zu beheben. Verdammt! Spart euch diese Spiele für Sterbliche auf, Schreckenswolf! Die Verderbtheit ist meine Klinge. Es bedarf mehr als eure List, damit ich sie niederlege. Nice. Euer Gewinsel entspringt allein eurem Neid, Fenharrel. Komm, eine geile Attacke, Alter. Aber macht die mehr Schaden als meine andere Attacke? Das ist halt die Frage. Weil die auch so viel Mana verbraucht. Das müssen wir dann später uns anschauen. Verpiss dich, was bist du für ein Ninja, Alter? Geh mal weg! Der Junge kommt da einfach aus dem Nichts die ganze Zeit. Ciao. Auch ciao. Oh mein Gott. Unsere größten Geheimnisse hatten wir Dirthament zu verdanken. Ich werde das alles wiederherstellen. Ihre Errungenschaften werden nicht verloren gehen. Ihr wart stets nichts weiter als ein Tyrann, der über das herrschte, was andere erbaut. Ehrlich gerettet, da sind die. Jetzt sind diese anderen fort. Wer ist euch noch geblieben? Gilladane? Mann. Wir müssen die gerettet. Ich kann euch zu einem meiner alten Verstecke führen. Ihr könnt es nutzen, um zu entkommen. Hey, die haben noch geredet gehabt. Wieso hat's abgebrochen? Die dortigen Schutzzauber werden euch alle vor Elganans Blick abschirmen. Solus, danke. Ausgefallen. Los jetzt! Los! Lauf! Lauf! Oh, der hat uns gesehen. Na, es war eine geile Mission. Es nicht leicht. Es war ihre Pflicht, die Opfer sicher zu verwahren. Es war ihre Pflicht, für ein reibungsloses Ritual zu sorgen. Doch trotz all ihrer Bemühungen war Elgaman enttäuscht. Der Kult würde alles tun, um seine Götter zufriedenzustellen. Er würde alles geben, um Wiedergutmachung zu leisten. Alles. Als Venatori hat man es wirklich nicht leicht. Geil. Ich würde sagen, Leute, wir machen hier einen Cut. Im nächsten Video geht's dann weiter. Obwohl, die reden, glaube ich, gleich. Ja, lass mal reden. Hoffnung verloren. Doch dann... Dann seid ihr wie aus dem Nichts aufgetaucht und habt uns gerettet. Was? Er hätte uns an seinen Drachen verfüttert. In der Tat. Maseranas, Lethalin. Das war ich nicht alleine. Das war nicht allein mein Verdienst. Das ist es selten. Manche Kämpfe kann man nicht allein gewinnen. Feiert die Siege, wie sie fallen. Sie sind selten genug. Und morgen müssen wir uns dann mit dem nächsten Erzdämon befassen. Der seine Kraft zurückerlangt haben wird. Elganan hat ihm seine Venatori geopfert. Als Strafe für ihr Versagen. Die Venatori, die ihm entkamen, sind zurück nach Tevinter geeilt. Wir Schleierspringer schlagen unsere eigenen Schlachten gegen die Götter. Jede Hilfe wäre uns sehr willkommen. Und dann jetzt aber durch. Im nächsten Video geht's dann weiter. Ich freue mich schon. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.